Herzlich willkommen zu einem neuen Video von SimpleLifeStories.net. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz schnell ein leckeres Kürbisbrot zubereiten kann. Lecker und süß mit wenigen Zutaten und wenig Geschnippel. Für unser Kürbisbrot brauchen wir 500 Gramm Mehl. Das wird gleich noch durch ein Sieb gestrichen, damit es schön fein ist. Dann 100 Gramm Butter, ein Päckchen Trockenhefe, etwas Zimt, ein bis zwei Löffel von meinem selbstgemachten Apfelkompott. Ihr könnt aber auch gerne einen gekauften nehmen. Man kann es aber auch ganz weglassen, wenn ihr nicht so gerne Apfelkompott mögt. Dann brauchen wir noch 6 Esslöffel Milch, 300 Gramm Butternut-Kürbis, den man mit Schale verwenden kann. Also waschen, dann aushöhlen, 300 Gramm abmessen und in kleine Stücke schneiden. Die werden dann in einem Kochtopf kurz, so 5 Minuten, gegart und dann wieder rausgenommen. Dann brauchen wir noch 125 Milliliter Wasser und eine Kastenform 30 cm. Die habe ich schon gefettet und mit Paniermehl ausgefüllt, damit das hinterher besser rausgeht. So, den Kürbis habe ich jetzt durchgeschnitten und 300 Gramm abgewogen, in kleine Stücke geschnitten und mit ein wenig Wasser zum Dünsten aufgesetzt. Jetzt lege ich noch einen Deckel drauf und warte so 5-6 Minuten und püriere dann den Kürbis mit einem Pürierstab oder Zauberstab. So, das letzte Mehl habe ich jetzt durchgesiebt. Jetzt kommt ein Päckchen Trockenhefe dazu und die abgewogene Butter. Die ist jetzt schön weich, man kann sie aber auch noch etwas weicher machen. So, etwas Milch dazu, also die abgemessene Milch, die 6 Löffel, dann Wasser. Etwas Zimt. Wer kein Zimt mag, kann es also auch weglassen oder mit etwas Salz vielleicht ein bisschen mehr Geschmack geben, muss aber nicht unbedingt. Oh, jetzt kriege ich das nicht auf. So, mit einem Messer habe ich das Problem gelöst und das Glas geöffnet. Jetzt nehme ich noch 1-2 Teelöffel von dem Apfelgelee oder Apfelmarmelade und verrühre alles mit einem Knethaken und fülle es dann in die vorbereitete Kastenform. Den Teig habe ich jetzt durchgeknetet und noch etwas von dem Apfelkompott reingetan. Ich glaube, ich muss auch noch etwas mehr nehmen. Und nicht zu vergessen, der weiche Kürbis wird jetzt noch püriert und zu der Teigmasse gegeben. Und erst dann wird alles in die Kastenform gefüllt. So, den pürierten Kürbis habe ich jetzt zu dem Teig gegeben und versuche jetzt alles mit dem Knethaken schön gleichmäßig glatt zu bekommen und geschmeidig, damit er in die Kastenform einfließen kann. So, ich glaube, ich habe den Teig ganz gut hingekriegt.
So, das geht jetzt für circa 30 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Mal wenn es nicht genau, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Brot fertig ist, macht die Stäbchenprobe. Nach 10 Minuten Backzeit kann man in der Mitte eine Furche reinmachen, damit das Brot schön aufgeht. Unser süßes Kürbisbrot ist fertig und es sieht schön aus, richtig gut und es riecht vor allen Dingen super lecker. Aufschneiden tue ich das noch nicht, weil es muss noch etwas auskühlen. Ich habe aber auch die Holzstäbchenprobe gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr Lust habt und es hat euch gefallen, gebt uns einen Daumen hoch.